Die Bratwurst hat uns geschmeckt. Ja, sind wir hier schön am Meer. Es gab, glaube ich, oh Gott, den Küstenlümmel. So, ja, ist das? So lang irgendwie. Ja. Also, einen halben Meter Bratwurst. Mindestens, ja. Er war so nett und hat einen zwei geteilt. Hat es gleich durchgeschnitten. Auch das Baguette. Genau. Ja, wir haben leider Gottes unsere Sonnenbrille vergessen. Es blendet doch sehr. Aber haben wir auch nur bewölkt angesagt. Aber hier weiß man nie, wo wir machen. Kann immer schön werden. Ja, so wie jetzt. Ja, wie man hört, Meeresrauschen. Genau, das sollte man eigentlich hoffentlich gut hören. Wenn, schön. Wenn das Bild ein bisschen verwackelter ist, tut es mir gar nicht leid, weil ich laufe hier am Strand lang. Ja. Und da bin ich froh, dass ich überhaupt einigermaßen das Ding gerade halten kann. Ja, und hinter uns das Wasser. Die Ostsee. Schön klar, also Bombe. Und ich sehe auch keine Feuerquallen. Es ist auch nicht so heiß wie die letzten Jahre. Ja. Letztes Jahr war es ja dann um die Uhrzeit, um der Jahreszeit schon eindeutig heißer. Aber rein würde ich jetzt trotzdem nicht wollen, weil das ist, glaube ich, doch noch ein bisschen zu kalt. Also, ich weiß es nicht, wie viel Grad das Wasser hat, aber ich denke, dass es noch ein bisschen kühlt. Geh rein, dann können wir die Millimeter ermitteln. Ja, ja, ja. So. Ja. Die sind rund geschliffen, die sehen toll aus. Verschiedene Farben. Schön zum Hinfallen, wie gedacht. Ja, ja. So ein bisschen klettern. So, wir laufen nach dort hinten. Da ist so eine Ecke. Mal gucken, da wollen wir eine Ruhe haben. Mal schauen, ob wir was bekommen. Und dann melden wir uns von dort wieder. Es stinkt wie Bolle. Aber wir sehen wunderbare Kunstwerke aus Stein gemacht. Also ich zeige sie euch mal im Groben hier, wir blenden sie euch aber ein, weil, wie man sieht, Stefan macht Fotos und dann sieht man das ja doch noch ein bisschen besser. Wobei es sehr interessant ist, der eine, den er jetzt gerade Stefan fotografiert, der hätte schöne Fletschersteine. Ja, dort wollen wir hin, genau in die Kurve. Und dann hoffen wir, dass der Wind nicht allzu stark ist, dass wir ein bisschen etwas zeigen können. Dann drehen wir uns noch mal und dort hinten, was sehr verschwommen jetzt da ist, aber da hinten, das ist Göhren. Da müssen wir nachher wieder hinlaufen. Leute, seid froh, dass es kein Geruchsvideo gibt. Das ist echt hardcore, was wir hier gerade erleben. So ein ekliger Gestank. Ich würde sagen, frisch, 10 Jahre lang frisch am Strand. Das war gerade. Hui! Also, falls wir keine weiteren Videos mehr machen können, dann sind wir hier extrem abgestorben. Wir schauen einmal hier nochmal um die Ecke. Genau. We'll be right back.
Da fuhr gerade die Bahn vorbei. Wir sitzen wieder im Zug, haben einigermaßen gut gegessen hier am Bahnhof. Empfehlen wollen wir jetzt nicht. Ihr könnt es probieren, aber es ist kein Highlight. Also wenn ihr Highlights haben wollt, geht woanders hin. Ja. War relativ schön, ihr habt es ja gesehen, auch den Flug an der Ostsee. Das heißt, wir waren mal an der Ostsee da. Jetzt werden wir wieder zurück nach Putbus fahren. Putbus. Und dann sind wir mal gespannt, was es heute noch zum Essen gibt. Da im Hintergrund steht unser Zug, ja. Genau, die Rügische Bäderbahn. Wir sind wieder angekommen in Putbus, wollen jetzt nach Bergen einkaufen und von dort aus melden wir uns wieder. So, wir sind bei der Familie. Wir wissen nicht, wessen Familie, aber wir sind bei einer Familie. Und wollen da einkaufen. Man kann bei Familien einkaufen, das finde ich lustig. Mhm. Und zwar unser Abendessen. Wir haben es jetzt kurz vor 16 Uhr. Und unser Feedback noch zum... Da sind Nucky Dice Dealer in den... Habe ich mir auch gerade gesagt. Vorhin habe ich noch das Bier gelesen, Lützer, ja? Und jetzt denke ich mir, ach du heilige Neune. Gut. Ja, wenn du das so sollst, musst du nackig im See springen. So. Gut, haben wir das Thema auch abgehakt. Und wir blenden mal kurz ein. Werbung Ende. So, und zwar, wie handelst du die Bahnfahrt? Für meinen Teil gut. Hat Spaß gemacht. Meinst du, lohnt sich? Lohnt sich, ja. Genau. Und zwar, man kann noch mal bis nach Lauterbach-Molde fahren. Das haben wir jetzt auch noch gemacht. Genau, da wirst du mal. Zum ersten Mal natürlich. Ja. Dafür, dass wir das schon öfters jetzt gefahren sind, aber zum ersten Mal das gemacht. Genau, ja. Ja. Also, wenn ihr mal hier auf Rügen seid, macht das ruhig mal mit den Rasenrollern, solange es ihn noch gibt. Und lohnt sich auf jeden Fall. Genau, ist ein Erlebnis wert. Auf jeden Fall. So, da fährt der blau-gelbe Partybus. Yippie! Will man nur nicht rein. Da will man nicht rein. Und wir gehen jetzt, ja, wie gesagt, einkaufen. Und dann melden wir uns von unserem Platz wieder. Genau, bis dahin. Wir sehen wieder an unserem Platz, wie man unschwer erkennen kann, denn... Da ist alles schon wieder vorbereitet. Da ist das Netz drin. Wirklich super, dass wir das haben. Geniale Sache. Wirklich. Kann ich nur empfehlen. Für Busfahrer klasse. Brauchst nichts kleben, brauchst nichts bohren, irgendwas befestigen oder sowas. Machst es per Magnet und gut ist es. Klatschte dran, gut ist. Kostet natürlich was, aber... Aber die anderen Netze kosten auch eine Menge. Die kosten auch 80 Euro und ich glaube, das liegt bei 123 Euro, wenn ich es noch richtig... Nee, 130. Bekomme. Oder 130. Aber also, wenn du keine Mückenstiche hast, bist du froh, dass du das Netz hast. Definitiv. Und hast eine gute Öffnung für die Lüftung. Genau, weil komplett auf. Das ist nämlich das, was wir uns ja geärgert haben, dass in unserer Schiebetür halt dieses Fenster nicht mehr drin war. Und dann hätten wir natürlich immer gegenlüften können. Tja, aber ich glaube, so kommt sogar noch ein bisschen mehr Luft rein. Und definitiv. Und es kommt nicht nur mehr Luft rein, weil wir in der Nähe eines Meers sind, sondern es kommt halt mehr Luft rein. Ja, frische Luft. So, wir werden jetzt, also ich sitze jetzt hier. Und ich darf mal wieder kochen. Genau.
werde jetzt alles vorbereiten, alles rausholen und ja, dann. Aber dazu gibt es einen lecker Wein. Ja, wir haben den gestern, ja, da war ja gestern so ein Loch drin. Genau. Der war ja ganz schnell leer, also irgendwie, ja, ein bisschen wieder merkwürdig. Und genau, jetzt gibt es einen anderen Wein, aber vom selben. Der ist auch schon gekühlt. Genau, auch wieder aus dem Ahrtal, auch wieder von unserem Winzer. Und ja, den wird es wahrscheinlich auch schon wieder beim Kochen geben, ist ja Kochwein, ne? Ja, ja. Und ja, dann lasst euch überraschen, wir melden uns wieder, wenn das Essen fertig ist. So, meine Lieben, wir wollen natürlich noch mal kurz eine Produktempfehlung anpreisen. Das ist die wunderbare Inspiration. Wir haben den guten 2016er Jahrgang und wir können sagen, wir haben den 2016er, den 2017er und jetzt den 2018er. Der 18er, der war schon richtig lecker, aber auch der 16er und 17er wunderbar. Und da seht ihr jetzt das lecker Essen, was es gibt. Was haben wir da? Das wird jetzt der Stefan euch gleich sagen, die Kunde. Ja, wir haben Tagliatelle mit Hähnchen gebraten und dazu Brokkoli und Blumenkohl in Joghurtsoße. Ein bisschen mit noch ein bisschen Milch erweitert, damit es ein bisschen mehr Soße gibt und genau. Zu dem Wein nochmal, der 2018er ist besonders gut, weil es natürlich letztes Jahr ein besonders gutes Jahr war. Haben wir auch von unserer ja, Winzerin oder von unserer Winzerfamilie erfahren. Wenn es sehr warm ist, sind die Trauben auch besonders gut. Und das merkt man auch, sie haben sehr, sehr viel Trauben gehabt, wo sie auch sehr viel Wein draus machen konnten. Viele Sondereditionen, tolle Weine wieder bei. Genau, das wollte ich nochmal dazu sagen. Und von daher jetzt einen guten Hunger. Guten Hunger. Das Essen war lecker. Alles wieder aufgegessen. Also es muss schönes Wetter geben. Aber das haben wir gestern auch gedacht. Und heute hat es ein bisschen geregnet. Also hat irgendjemand hier auf Rügen nicht aufgegessen? Ja, wir auf jeden Fall haben aufgegessen. Ja. Nichts weggeschmissen. Alles lecker gewesen. Aber gestern. Es soll ja morgen auch gutes Wetter geben. Ja, morgen wird's gut. Morgen war was Besonderes ja vor. Wenn das klappt, schauen wir mal. Genau, das seid mal gespannt. Wir werden jetzt, wie man ja sieht, es ist wieder viel, viel, viel Abwasch. Das werden wir jetzt mal weg abwaschelisieren und trocknelisieren. Eliminieren. Ja, wenn ihr denkt, ich habe, hat ja was gesoffen. Jo, leckeren Wein haben wir getrunken. Ja, wie immer, irgendwie scheint da ja ein Loch drin zu sein. Also wir müssen mit aber da unten muss ein Loch. Also wir müssen mit Olli und Hilde und Ottgar mal sprechen. Da nochmal drüber sprechen. Also das ist doch irgendwie sehr komisch. Tja, ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt mit den Flaschen nicht. Die sind andauernd leer. Könnte vielleicht liegen, dass die einfach zu gut schmecken, der Wein. Tja, besser zu gut als irgendwie gar nicht. Ja, das kann uns bei den Weinen von dem Winzer nicht passieren. Nee, definitiv nicht. So, wir werden das ja wieder jetzt abwaschen und dann werden wir uns melden, wenn es für uns in die horizontale, in die Waage, vertikale geht. In die Waagerechte geht. Das ist einfacher. Genau. So, wir haben es 20 Uhr. Wir werden uns jetzt langsam, es gemütlich machen, werden noch einen schönen Film gucken und dann heißt es für uns bald schlafen gehen. Essen war sehr lecker, wir haben alles abgewaschen, alles vorbereitet und ja, von daher liken, teilen, abonnieren, das kann man immer sagen und dann sehen wir uns morgen wieder in aller alter Frische. Bis dahin, gute Nacht. Es ist Samstag, kurz nach 9 Uhr. Wir sind aufgestanden, haben lecker gefrühstückt, haben das Zelt aufgebaut, da hinten sieht man es, und wollen gleich auch noch duschen. Gehen heute alles sehr, sehr, sehr gemütlich an, weil, naja, Samstag. Und wie ihr seht, das Wetter zeigt sich noch nicht von seiner besten Seite. Soll nachher auf jeden Fall sonnig werden. Man sieht auch schon so, sie versucht sich durchzukämpfen, aber die Wolken sind noch ein bisschen stärker. Aber das soll zum Ende des Tages oder zum Nachmittag hin besser werden.
was ist unser Plan? Auf jeden Fall mal nachher schauen, wo meine Schwiegereltern, also Stefans Eltern sind, weil die kommen ja heute auch auf die Insel. Jo, und wenn alles gut geht, wollen wir noch zum Kap Arkona. Ob das wird, müssen wir mal schauen. Ist alles eine zeitliche Perspektive. Ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Die Nacht war ruhig. In der Gartensparte, die hinter den Bäumen dort ist. Dort muss wohl eine Fete stattgefunden haben, denn Jugendliche haben ganz schön gegrillt, auch immer wieder Musik. Aber sollen sie mal machen. Haben ja sonst nichts mehr, was sie machen können. Das war so zwischenzeitlich mal ein bisschen nachts, wo man da, oh, sind noch am Feiern. Und früher morgen waren sie immer noch am Feiern. Also Durchhaltevermögen haben die Leute auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das, was man jetzt hört, die Straße, hört man nachts eigentlich so gut wie nichts. Also das ist jetzt nicht eine hauptfrequentierte Straße, wobei es eine Hauptnebenstrecke ist, muss man dazu sagen. Und Haupt und Neben in einen Satz zu kriegen, das schafft auch nur ich. Ja, also es ist schon hier sehr angenehm. Hier kann man wirklich mal ruhig nächtigen. So, wir bereiten jetzt das Wasser vor, wollen duschen. Und dann sind wir wieder frisch, fromm, fröhlich. Aber auf keinen Fall kniefrei, denn das ist noch nicht warm genug dafür. Klärchen ist rausgekommen. Irgendwo da hinten ist sie. Ich sehe sie gerade nicht. Irgendwo da oben. Ihr seht es auf jeden Fall. Strahlender Sonnenschein. Das heißt, wir machen die Tür zu. Steigen ins Auto. Da sitzt auch schon einer. Und fahren los. Es ist 7:57. Und das heißt, dieser eine Eisdiele in Samtens hat auf. Das heißt, ich kann mir jetzt schön einen Eisbecher zum während der Fahrten mitnehmen. Genau. Und dann geht es jetzt erstmal ab nach Kap Arkona, denn unsere Eltern, also meine Schwiegereltern, Stefans Eltern, sind so in 1,5 Stunden, Pi mal Daumen, erst in Göhren. Das heißt, da haben wir noch genug Zeit. Das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Hier was zu machen. So, so ist es. Abmarsch zu unseren. Ja, erstmal zur Eisdiele. Zur Eisdiele. Wir sind angekommen am stinkenden Gewässer. Jetzt stinkt schon wieder, oder? Ja, ja. Irgendwie riecht das hier immer ein bisschen merkwürdig. Keine Ahnung. Wer pupt denn da in die Ostsee rein? Keine Ahnung. Es riecht auf jeden Fall gewaltig. Ich könnte dir ein paar Menschen zeigen, aber naja, sind die das nicht? Und dann wäre das wieder... Nein. Machen wir natürlich nicht. Ja, wo sind wir denn eigentlich? Ja, was fragst du mich? Du bist der Fahrer, du musst das doch wissen. Ich weiß das, aber weißt du das auch? Ja, steht ja da. Hast du geschlafen? Ja, wir sind bei der Wittower Fähre. Wir wollen mal mit der Wittower Fähre rüber. Ist ja auch die Ausweichroute nach Kap Arkona. Entlastungsstrecke heißt es hier. Entlastungsstrecke, ja. Weil man muss dazu sagen, wenn man über Sassnitz fährt, das ist A, ist ja viel länger. Und B, ist das auch irgendwie zwischen Bergen und Sassnitz bauen die. Das ist, du fährst einen riesen Umweg, du sollst über Binz fahren. Also sehr komisch. Jo. Unser Ziel ist es auf jeden Fall Kap Arkona, da wollen wir hin. Genau. Hier ist es schon wieder ziemlich windig. Mhm. Mal gucken, wie es da oben ist. Und auch sehr wolkig. Also irgendwie sind wir der Sonne, haben wir uns der Sonne ganz entfernt. Mhm. Ja, vorhin war es schön sonnig und jetzt ist es, naja, ein bisschen wieder. Ja, aber es regnet nicht. Es ist wichtig. Es regnet nicht. Genau. So, ja, wir warten jetzt noch ein bisschen. Ich sehe gerade, die ganzen Fahrradfahrer fahren gerade auf die Fähre rauf. Mhm. Jo. Und dann geht's dabei drüber. Das werden wir mit unserer Action Cam filmen, soweit es geht. Das werden wir dann gleich sehen. Ja. Kann sein, dass auch viele Leute davor laufen oder so. Ja, das müssen wir schauen. Ach, die Polizei kommt auch mit drüber. Da hat die aber. Jetzt frage ich mich, fährt die Fähre jetzt schneller, wenn da die Polizei mit drauf fährt? Glaube ich nicht. Und müssen die jetzt ein bisschen Platz machen? Naja, ich denke mal, die Polizei wird als erstes wohl rauf. Werden wir mal gespannt sein. Wir werden ja sehen, wenn die dann hier drüben ist. Und dann melden wir uns wieder. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Ach du heilige Neune. Ja, wir singen ja auch schon nicht mehr weiter, sonst wird dieses Rumgeheule wieder so groß. Ja, ja. Ja, darüber müssen wir. Und es regnet. Was ein Wetter.
drehen. Wir fahren wieder zurück. Ja. Das ist ja unfassbar. Ja. Wir hätten so ein Wetter hier bestellt. Aber das ist, da sieht man mal, wie groß Rügen ist, dass du halt wirklich diese unterschiedliche Wetterperspektiven hast. Einmal noch da drüben. Es wackelt auf jeden Fall ein bisschen. Ist schön. Ja. Ich mag das. Ja, und wie gesagt, wir filmen auch dort mit der Kamera. Mal gucken, was das wird. Wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen mit Schnelldurchlauf oder sowas. Muss man mal ausprobieren. Ja, ihr werdet das ja sehen. Wird auf jeden Fall nicht lang sein. Das ist Das werden wir nicht tun. Weil es geht jetzt hier nicht lange. Ne, das lohnt sich nicht. Auf jeden Fall, da drüben ist irgendein Schiff. Vielleicht ab Anker. Der Mann ist zu schwach, der muss sich festhalten. Ah, nee, doch nicht mehr. Mopedfahrer. Ja, man sieht ja das doch jetzt. Sieht man das Kennzeichen wieder. Ich würde sagen, aber ein bisschen älter, der Herr. Der ist halt ein bisschen älter. Der ist ein bisschen grauer schon von hinten. Ja, wir sind auch schon so gut wie da. Also mache ich jetzt die Kamera aus, denn dann geht es ja weiter nach Capacona.